Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Im vorliegenden Antrag fordert die Union mehr schwere Waffen für die Ukraine. Ich stelle fest, overtaken by events. Die Bundesregierung liefert schwere Waffen, und sie tut es auf eine Weise, wie es auch die Union tun würde. Durch Plünderung der Bundeswehr und ohne politische Strategie, das ist unverantwortlich, und das lehnen wir ab. Und lieber Herr Kollege Wadefuhl, Ihre Aussage, die Industrie könne sofort Leoparden liefern, ist einfach falsch und wird auch nicht durch die Chefs der Häuser KNDS, KMW oder Rheinmetall gedeckt. Sie haben schlicht die Unwahrheit gesagt. Sie plündern die Bundeswehr, das ist unverantwortlich. Meine Damen und Herren, CDU und CSU haben durch ihre eigenen Ausfälle im Amt des Verteidigungsministers von Franz Josef Jung über Ursula von der Leyen bis Annegret Kramp-Karrenbauer alle Glaubwürdigkeit verspielt, um die SPD zu kritisieren. Die Bundeswehr-Misere ist ein Produkt der CDU. Die SPD ist zwar nicht in der Lage, sie zu beheben, schuld aber ist die CDU, und dieser Antrag setzt diese falsche Politik fort. Reine Symbolik, um die Bundesregierung vermeintlich vor sich herzutreiben. Doch die marschiert ohnehin in dieselbe Richtung. Liebe Kollegen von der CDU, Sie sollten Ihren Antrag erneut von der Tagesordnung nehmen und ändern. Schlichtweg ändern, neuer Titel: Bundeswehr durch die Lieferung von Kampfpanzern unterstützen. Das wird man und dem wird meine Fraktion zustimmen. Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst, ernster als im Kalten Krieg, weil es nämlich im Kalten Krieg noch Fachleute gab, die das Grundverständnis einer vollumfänglichen Landesverteidigung hatten. Heute haben wir eine Regierung, die viel telefonieren muss, um überhaupt noch jemanden zu finden, der den Job des Verteidigungsministers machen will. Und trotz aller dieser düsteren Erwartungen an den Neuen im Amt sage ich, Herr Pistorius, wenn Sie es ernst meinen mit dem Wiederaufbau der Bundeswehr, bekommen Sie Unterstützung, ob Sie sie brauchen oder nicht, ob Sie uns mögen oder nicht. Denn es geht um Deutschland, es geht um unser Vaterland. Dankeschön.